Lepo vas pozdravljam na današnjem večerju, ki bo govoril o neverjetni očetovski ljubezni. Govoril nam bo Ulrich Parzani, ki se je rodil v Nemčiji, odraščal je v mestu Essen, kjer je dokončal tudi osnovno šolo in gimnazijo. Študij evangeličanske teologije je potem nadaljeval na znanih evangeličanskih teoloških fakultetah v Wuppertalu, v Göttingenu, Tübingenu in Bonnu. Od leta 1965, ko je končal svoj študij, je deloval tudi kot član evangeličanske cerkve v Jordaniji, torej na Bližnjem vzhodu, kjer je bil delegat. Potem se je vrnil nazaj v Nemčijo in od leta 1967 do 1984 deloval kot mladinski duhovnik. Posvetil se je predvsem mladim in oznanjal evangelij. Od leta 1987 do 2005 je delal tudi v evangeličanski zvezi. Potem pa je bil dve leti od leta 1991 do 1993 skupaj z Billyjem Grahamom vodilni v tako imenovanem gibanju oziroma evangelizacijski prireditvi Pro Christ. Leta 1998 je dobil tudi odlikovanje nemške vlade za svoje delovanje in angažiranje z mladimi. V naši sredini torej prisrčno pozdravljamo Ulricha Parzanija. Liebe Ulrich, willkommen. Dobar večer. Guten Abend. Leider spreche ich kein Slowenisch. Na žalost ne govorim slovensko. Oprostite. Entschuldigen Sie. Am besten kann man wohl eine Sprache lernen, wenn man Lieder singt. Najlažje se je naučiti nekega jezika, če poješ pesmi. Die Melodien, die ihr gesungen habt, die kenne ich auch alle. Pesmi, ki ste jih peli, tudi sam poznam. Wir singen bei uns die gleichen Lieder. Tudi pri nas doma pojemo iste pesmi. Aber dann verstehe ich auch die Worte in Slowenisch schon. In zaradi tega razumem potem tudi že besede v slovenskem jeziku, ki jih pojete. Naš Bog je velik. Naš Bog je velik, unser Gott ist groß. Das kann man lernen. To se lahko naučimo. Ja. Ich würde gerne etwas mehr von eurer Kultur wissen. Rad bi vedel nekaj več o vaši kulturi. Zum Beispiel bin ich neugierig, welche Rolle spielen eigentlich die Väter in Slovenien? Zanima me predvsem, katero vlogo igrajo očetje tukaj pri vas v Sloveniji. In unserem Land, da hat man den Eindruck, die Autorität der Väter, die war vor 100 Jahren. Pri nas doma imamo vtis, da je bila avtoriteta naših očetov veljavna nekdaj daleč nazaj, pred 100 leti. Heute haben die Väter nicht so viel Einfluss. Danes očetje več nimajo takšnega vpliva. Wenn sie überhaupt da sind. Če so sploh doma. Das ist ein Problem. To je namreč problem. Jesus hat eine große Geschichte erzählt. Jezus je pripovedoval veliko zgodbo von Gott dem Vater. O Bogu očetu. Vielleicht ist das die berühmteste Geschichte in der Weltliteratur. Mogoče je to najbolj znana zgodba v svetovni literaturi. Und natürlich haben wir alle unsere Erfahrungen mit Vätern. In seveda imamo vsi neke svoje izkušnje z očeti. Und dann schließen wir von uns auf Gott. In iz naših izkušenj potem sklepamo tudi, kakšen naj bi bil Bog. Wir wissen, wie Väter sind. Vemo, kakšni so očetje. Und wir denken, so muss Gott sein. In se mislimo, takšen mora biti tudi Bog. Ich habe eine böse Geschichte in Deutschland gehört. Slišal sem hudo zgodbo v Nemčiji. Da hat auch ein Pastor den Menschen, jungen Menschen erklärt, dass Gott der Vater ist. Tam je duhovnik mladim pripovedal o tem, da je Bog tudi oče.
Dann hat sich ein Junge gemeldet. Potem pa se je javil mlad deček. Und hat gefragt. In je sprašal. Ist der auch immer besoffen? Ali je tudi on potem vedno pijan? Er kannte seinen Vater nur betrunken. Svojega očeta je poznal le kot pijanega moža. Wenn Gott wie ein Vater ist, če torej Bog kot oče, dann ist er vielleicht so. Potem je mogoče res tak. Und viele, viele Kinder kennen ihre Väter gar nicht. In veliko otrok svojih očetov sploh ne pozna. Weil sie nie zu Hause sind. Ker niso nikoli doma. In unserem Land. Pri nas doma. Was sagt das über Gott? In kaj nam to pove o Bogu? Ist er auch so ein Vater, der nie da ist? Je tudi on oče, ki ni nikoli doma. Ich habe als junger Pastor im Orient gelebt. Kot mladi duhovnik sem živel na Bližnjem vzhodu, na Orientu. Ich war ein Jahr lang als Vikar in Jerusalem. Eno leto sem delal kot kaplan v Jeruzalemu. Das ist über 50 Jahre her. To je že več kot 50 let nazaj. Ich habe unter Arabern gelebt. Živel sem med Arabci. Ich habe die arabische Kultur dort kennengelernt. In spoznal sem tudi arabsko kulturo. Und dort haben die Väter eine große Autorität. In tam imajo očetje veliko autoriteto. Ein junger Mann wird nie etwas tun, ohne seinen Vater zu fragen. Mladi mož tam ne bo nič naredil, ne da bi prej vprašal svojega očeta. Kinder haben Respekt vor den Vätern. In otroci spoštujejo svoje očete. Und jetzt erzählt Jesus ein Gleichnis von Gott als dem Vater. In zdaj nam pripoveduje Jezus prispodobo o Bogu kot očetu. Und er erzählt eine Geschichte, die für die Menschen damals total unverständlich war. In pripoveduje zgodbo, ki je bila za ljudi tistega časa popolnoma nerazumljiva. Wir lesen diese Geschichte. Prebrali bomo to zgodbo. Die meisten werden sie kennen. Večina od vas jo bo poznala. Ich will nur zwei besondere Dinge unterstreichen heute Abend. Samo dve stvari bi rad podčrtal danes večer. Sie steht im Lukas Evangelium. Ta zgodba stoji v Lukovem Evangeliju. Und wir wollen zuerst die erste Hälfte lesen. In najprej bomo prebrali samo prvi del te zgodbe. Lukas 15, vers 11 bis 24. Luka 15, vrstica 11 do 24. In rekel je, neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruh v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. In vstal je ter šel k očetu. Ko bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom, brž, prinesite najboljše oblačila in ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljete pitano tele in ga zakuljite, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev, in je oživil. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti.
Den Anfang kann man verstehen. Začetek torej lahko razumemo. Ein junger, frecher Kerl. Mlad, nesramen fant. Er ist egoistisch. Je egoističen. Ich will meinen Teil. Jaz hočem svoj delež. Ich habe ein Recht auf mein Leben. Imam pravico, da živim svoje življenje. Ich will mein eigenes Leben leben. Živeti želim svoje lastno življenje. Er war auch ein bisschen dumm. Mal je bil tudi neumen. Er hätte wissen können, wenn ich Geld habe, habe ich Freunde, wenn ich kein Geld mehr habe, habe ich keine Freunde. Vedel bi lahko, če imam denar, imam prijatelje. Če nimam denarja, nimam prijatelje. So leben halt viele Menschen. Ampak tako pač živi veliko število ljudi. Ich brauche Gott nicht. Boga ne rabim. Ich lebe mein eigenes Leben. Živim svoje življenje. Ich weiß es besser. Jaz vem, kaj je najboljše zame. Und dann kommt die Katastrophe. In potem pride katastrofa. Und das Heimweh. In pa domotožje. Er bekommt Heimweh. Sin dobi domotožje. Er sitzt bei den Schweinen und hat nichts zu essen. Je pri svinjah in nima nič za jesti. Und er bekommt Heimweh nach Hause. In dobi domotožje domov. Das ist stark. To je močno. Ich hoffe immer, dass dieses Heimweh bei vielen Menschen anfängt. Upam, da bo to domotožje začelo delovati pri velikem številu ljudi. In Deutschland gibt es 82 Millionen Menschen. V Nemčiji imamo 82 milijonov prebivalcev. Und nur ganz wenige gehen in eine Kirche. In le malo število jih gre v cerkev. Die anderen leben so, wir brauchen Gott nicht. Drugi pa živijo tako, mi Boga ne rabimo. Da habe ich bekomme ich immer einen großen Wunsch. In tako vedno dobim veliko željo. Dass bei vielen Menschen das Heimweh beginnt. Da bi se pri velikem številu ljudi začelo to domotožje. Eine Sehnsucht zum Vater nach Hause. Da bi dobili željo, da bi se vrnili nazaj k svojemu očetu domov. Gut, er macht sich auf, er kommt zurück. Da sin se torej odpravi, gre nazaj domov. Und er weiß, ich habe alles falsch gemacht. Ve, vse sem naredil napačno. Ich habe kein Recht mehr, Kind zu sein. Nimam več pravice, da bi bil otrok. Und dann, so weit ist die Geschichte normal. In do tot je zgodba še normalna. So passiert sie millionenfach. Tako se to pač tudi dan danes zgodi več milijonkrat v svetu. Und dann kommt das Unglaubliche. In potem pride to neverjetno. Wir lesen. Beremo. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Ko pa je bil še daleč oddaljen, ga je videl njegov oče. Vers 20 ist das? 20. vrstica. Ja. Und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ko ga je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Für sie klingt das vielleicht normal. Vam se zdi to mogoče normalno? Dass der Vater läuft. Da oče teče. Im Orient läuft kein Vater. Na Bližnjem vzhodu, na Orientu, noben oče ne teče. Sie haben vielleicht die Bilder gesehen, die Beduinen tragen so lange Gewänder. Mogoče ste videli sliko, kako Beduini nosijo dolga oblačila. Wie die Pastoren im Gottesdienst, glaube ich, ein Talar oder sowas. Ja? Kot pač duhovniki tudi pri bogoslužju, v talarju. Ne? Trägst du das? Trag ich, ja. Tudi jaz to nosim. Stellen Sie sich vor, er läuft 100 Meter mit dem Talar. Predstavljajte si, da jaz s tem talarjem, z duhovniško obleko, moram teči 100 metrov. Da würden alle lachen. To bi se vsi smejali. Das passt nicht dazu. To ni lepo videti. Du schreitest langsam und würdig. Moraš iti počasi in častitljivo. Das ist Autorität. To je autoriteta. So machen es die Orientalen.
In tako to delajo na Orientu. Es ist ja auch viel zu heiß zum Rennen. Tam je tudi prevroče, da bi tekal sem ter tja. Ein Vater hat Autorität. Oče ima autoriteto. Und der läuft nicht. In on ne beži. Der lässt kommen. Ampak pusti, da drugi pridejo k njemu. Der wartet, dass čaka. Jemand kommt. Čaka, da nekdo pride. Jesus aber sagt, der Vater läuft dem Sohn entgegen. Jesus pa reče, da oče teče svojemu sinu nasproti. Und küsst ihn, der ist schmutzig. In ga poljubi, čeprav je sin ves umazan in prepoten. Und umarmt ihn. In ga objame. Wir können uns kaum vorstellen, wie anstößig das für die Hörer von Jesus war. Ne moremo si predstavljati, kako nepreslišano je to bilo za poslušalce v Jezusovem času. Nein, sagten sie, einen solchen Vater gibt es nicht. Ne, so rekli, takšnega očeta ni. Das macht kein Vater. To ne dela noben oče. Macht sich ja lächerlich. S tem sam sebe usmeši. Aber so ist Gott, sagt Jesus. Ampak takšen je Bog, reče Jezus. Läuft. On teče, beži. Aus Liebe. Iz ljubezni. Macht sich lächerlich. Samega sebe osmeši. Sie fragen, wo? Vprašamo se, kje? Wo läuft Gott? Kje teče Bog? Wie stellen Sie sich Gott vor? Kako si predstavljate Boga? Ist irgendwo im Jenseits? Da je nekje on stran? Jesus sagt, Gott läuft. Jesus pa reče, Bog teče. Wo? Kje? Wo sehen wir das? Kje vidimo to? In Jesus. U Jezusu. Diese Geschichte ist ganz besonders. Ta zgodba je prav posebna. Sie ist nur wahr, weil Jesus sie erzählt. Resnična je le zaradi tega, ker jo je pripovedoval Jezus. Niemand anders kann sie erzählen. Nihče drug je ne more pripovedovati. Nur Jesus. Samo Jezus. Denn in Jesus kommt Gott in diese Welt und läuft uns entgegen. Kajti v Jezusu prihaja Bog v ta svet in nam teče nasproti. Kommt aus der Ewigkeit in unsere Welt und wird ein kleines Baby. Iz večnosti prihaja v ta na svet in postane majhen otrok. Kaum ist auf der Welt, muss mit seinen Eltern fliehen. Komaj se je rodil, že mora bežati s svojimi starši. Er wächst auf als ein ganz normaler Junge. Odrašča kot čist normalen fant. Und schließlich bespucken sie ihn und foltern ihn und nageln ihn ans Kreuz. Na koncu pljuvajo na njega, se smejijo iz njega in ga pribijajo na križ. Die Bibel sagt, Gott ist Mensch geworden. In Sveto pismo nam reče, Bog je postal človek. In Jesus. U Jezusu. Gott läuft uns entgegen. Bog nam teče nasproti. Und umarmt seine Kinder. In on objame svoje otroke. Aber war ja gar nicht mehr sein Kind. Toda to sploh ne bil njegov otrok. Hatte ja das ganze Erbe bekommen und verprasst. Ta sin je dobil svojo dediščino in jo tudi zapravil. Hatte kein Recht mehr, Kind zu sein. Ni imel več pravice, da bi se imenoval sin. Es ist interessant, was der Vater macht. In zanimivo je, kar oče dela. Fiel ihm den Hals und küsste ihn. Objel ga je in ga poljubil. Wir denken, das ist das Gefühl der Liebe. Mislimo si, to je pač občutek ljubezni. Ja, aber es ist mehr. Ja, toda to je tudi več. Der Kuss des Vaters macht diesen jungen Mann wieder zum Sohn. Poljub očeta naredi tega mladega moža nazaj za sina. Und dann sagt den Knechten, holt schnell ein Anzug, ein Gewand. Oče pa je naročil svojim služabnikom, brž, prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Und einen Ring. Dajte mu prsten na roko. Und Schuhe. In sandale na noge. Der war schmutzig.
Syn je bil umazan. Der kam von den Schweinen. Prihajal je od svin. Er hat gestunken. Smrdel je. Warum brauchte der einen Ring? Zakaj je potem rabil prsten? Es geht nicht um Dekoration und Schmuck. Ne gre za to, da se okitimo, okrasimo. Der Ring ist das Zeichen, du bist ein Königssohn. Ampak prsten je znamenje, ti si kraljev sin. Und die Schuhe. In čevlji, sandale. In Israel gab es eine juristische Sitte. V Izrael je bila navada, juristična navada, pravna navada. Wenn du ein Grundstück gekauft hast, ein Acker oder so, če si kupil zemljišče, und bezahlt hast, in si to zemljišče ali polje tudi plačal, dann setzte der Käufer seine Schuhe auf den Acker. Potem je kupec postavil svoje čevlje na to zemljo oziroma polje. Das bedeutet, to pomeni, der Acker gehört jetzt mir. To polje pripada zdaj meni. Das ist die juristische Bedeutung der Schuhe in Israel. Pravni pomen čevljev v Izraelu. Der Vater gibt dem Sohn Schuhe. Oče da svojemu sinu čevlje, sandale. Er soll wieder das Recht haben als Sohn. Nazaj naj dobi svojo pravico, da postane sin. Der Sohn hat ja gewusst, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Sam sin je namreč vedel, nisem več vreden, da bi bil tvoj sin. Aber der Vater setzt ihn ein als Sohn. Ampak oče ga postavi nazaj za svojega sina. Und dann gibt es ein großes Fest. Potem je veliko slavje. Gott feiert ein Fest für jeden, der nach Hause kommt. Bog se veseli in praznuje, slavi vsakega, ki se vrača k njemu nazaj. Und dann heißt es, sie fingen an fröhlich zu sein. In bili so veseli. Das ist der erste Teil. To je prvi del. Er endet mit einem happy end. To je torej konec z veselim zaključkom. Wir denken vielleicht immer, das ist der wichtigste Teil. In mislimo si, to je najpomembnejši del. Ja, das ist wichtig. Ja, to je pomembno. Wir sehnen uns danach, dass Menschen, die Gott vergessen haben, wieder nach Hause kommen. Hrepenimo potem, da bi ljudje, ki so pozabili Boga, spet prišli nazaj k njemu domov. Wir wünschen uns, dass Menschen, die ohne Gott leben, Sehnsucht bekommen, Heimweh nach Hause. Želimo si, da bi ljudje, ki živijo brez Boga, dobili to domotožje in se vrnili k njemu nazaj domov. Und deshalb wollen wir gerne sagen, der Vater wartet auf dich. In zato radi povemo, oče čaka nate. Er hat Sehnsucht nach dir. On hrepeni po tebi. Dieser Vater ist in Jesus Mensch geworden. In ta oče je postal v Jezusu človek. Er hat alle Schuld getragen. On je nosil vso krivdo. Deshalb kann er alleine vergeben. Zato lahko samo on edino odpušča. Er läuft uns entgegen. On nam teče nasproti. Er nimmt in die Arme. On nas objame. Er will uns küssen, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. In on nas hoče poljubiti, da bomo vedeli, da smo Božji otroci. Er will uns mit dem Ring ausstatten, dass wir wissen, wir sind Königskinder. Želi nam dati prstan, da bomo vedeli, da smo Božji sinovje, Božji otroci. Das gilt jedem von uns. In to velja za vsakega izmed nas. Ich weiß nicht, wie euer Leben gewesen ist bisher. Ne vem, kakšno je bilo vaše življenje do zdaj. Es gilt aber für jeden in dieser Stadt. Ampak to velja za vsakega v tem mestu. Die Menschen sollten es wissen. Ljudje naj to vejo. Der Vater wartet auf dich. Oče čaka nate. Mir hat neulich einer gesagt in Deutschland. Zajnč mi je eden v Nemčiji povedal. Ach, es hat doch keinen Sinn in der Kirche zu arbeiten. To nima smisla, da delam nekaj v cerkvi. Die Leute haben Gott vergessen. Ljudje so pozabili na Boga. Und die meisten haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. In večina jih je celo pozabila, da so pozabili, da so pozabili Boga. Alles vergeblich. Vse za stojn, vse za nič. Du hast keine Chance bei denen.
Nimaš nobene možnosti pri takih ljudih. Doch, habe ich gesagt. Vseeno sem pa rekel, imam možnost. Meine Aufgabe ist, den Menschen zu sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Moja naloga je, da ljudem povem, Bog te ni pozabil. Du hast ihn vielleicht vergessen. Mogoče si ti njega pozabil. Aber er hat dich nicht vergessen. Ampak on tebe ni pozabil. Er sehnt sich nach dir. Hrepeni po tebi. Das wissen die Menschen doch nicht. Tega ljudje velikokrat ne vejo. Wer sagt es ihnen? Kdo jim to pove? Es können nur die sagen, die es selber erfahren haben. To lahko povejo le tisti, ki so tudi sami to doživeli. Nur die selber in die Arme des Vaters gelaufen sind. Samo tisti, ki so tudi sami tekli v objem očeta. Nur die selber dieses Fest der Freude erlebt haben bei Gott. Ki so doživeli to veselje, to radost pri Bogu. Nur die, die erlebt haben, der Vater läuft mir entgegen. Samo tisti, ki so doživeli, oče mi teče nasproti. Die können es anderen sagen. Ti lahko potem govorijo o tem tudi drugim. Gott hat dich nicht vergessen. Bog te ni pozabil. Der erste Teil endet mit einem happy end. Prvi del se torej zaključi z veselim koncem. Aber die Geschichte geht leider weiter. Toda zgodba gre na žalost še naprej. Und der zweite Teil in drugi del ist schrecklich. Je grozen. Er ist wirklich, er zeigt unser wirkliches Problem. In kaže na naš resničen problem. Wir lesen von Vers 25 bis 32. Beremo od vrstice 25 do 32. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj je to? Ta mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker ga je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel stopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Der ältere Bruder war fleißig. Starejši brat je bil priden. Er war immer zu Hause beim Vater. Vedno je bil doma pri svojem očetu. Er hat immer getan, was der Vater von ihm wollte. Vedno je delal to, kar si je njegov oče od njega želel. Er hat nicht das Vermögen verschwendet. Premoženja ni zapravil. Er war ein vorbildlicher Mann. Bil je mož, ki je bil za vzor. Aber was ist jetzt mit ihm los? Toda kaj se zdaj z njim dogaja? Er kommt von der Arbeit, er hört die Musik. Pride z dela, sliši glasbo. Er fragt, was ist da los? Sprašuje, kaj pa se tu dogaja? Dein Bruder ist nach Hause gekommen. Tvoj brat je prišel domov. Der Vater hat ein Willkommensfest gemacht für ihn. In tvoj oče je naredil dobrodošlico za njega. Da wurde er zornig. In tu se je potem razjezil. Und wollte nicht hineingehen. In ni hotel stopiti noter. Und dann kommt der wunderbare Satz. In potem pride ta čudoviti stavek. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Potem pa je šel njegov oče ven in ga je prosil. Unmöglich. Nemogoče. Sagen alle Hörer von Jesus damals. Rečejo vsi poslušalci, ki so živeli v Jezusovem času. Ni und nimmer. Nikoli in nikdar. Der Vater geht nicht raus und bittet den Sohn.
Oče ne greven in ne prosi sina. Ein Vater hat Autorität. Oče ima autoriteto. Und er lässt den Sohn kommen. In pusti, da sin pride k njemu. Und der Sohn geht hin zum Vater. In sin gre k očetu. Und zeigt Respekt. Prikaže spoštovanje. Jesus sagt, der Vater läuft. Jesus pa reče, Oče teče. Und er trifft seinen älteren Sohn draußen. In zunaj sreča svojega starejšega sina. Der ist zornig. Ta pa je jezen. Der ist bitter. In je zagrenjen. Und er redet böse über seinen jüngeren Bruder. In govori hudo o svojem bratu. Und er redet böse über den Vater. Pa tudi o svojem očetu. Er macht ihm Vorwürfe. Obtožuje ga. Ich habe immer hier gearbeitet. Jaz sem vedno tu delal. Ich habe immer deine Gebote mich bemüht zu halten. Vse, kar si mi povedal, sem izpolnjeval. Du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben, um eine Party zu feiern mit meinen Freunden. Nikoli mi nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Aber jetzt kommt dein Sohn, der sein Vermögen mit den Huren verprasst hat. Und dann machst du ein Fest. Zdaj pa prihaja tvoj sin, ki je zapravil vse svoje premoženje z vlačugami, ti pa zanj prirejaš še veselje in gostijo. Der Vater sagte, er war verloren und ist gefunden. Oče pa reče, on je bil izgubljen in je najden. Freu dich mit uns. Veseli se skupaj z nami. Er ist gerettet. On je rešen. Er war tot und lebt. Bil je mrtev in glej, živi. Er ist nach Hause gekommen. Prišel je domov. Der ältere Bruder kann sich nicht freuen. Starejši brat se pa ne veseli. Er ist hart. Je trden. Er ist selbstgerecht. Sam sebe poveličuje, samopravičen. Er macht dem Vater Vorwürfe. Obtožuje očeta. Wie viele Leute das heute tun. Kot jih to dela veliko dan danes. Wie kann Gott sowas zulassen? Kako lahko Bog nekaj takega dopusti? Dass ich Krebs bekomme? Da dobim raka. Dass es mir so schlecht geht? Da se mi godi tako slabo in hudo. Dass es so viel Leid in der Welt gibt? Kako Bog lahko dopusti, da je toliko trpljenja v svetu? Wir machen Gott Vorwürfe. Boga obtožujemo. Die meisten Millionen in Europa sind zornig und sagen, ich kann nicht an Gott glauben. Veliko prebivalcev Evrope, več milijonov je jeznih in reče, jaz ne morem verjeti takemu Bogu. Ein Gott, der so viel Leid und Ungerecht zulässt in dieser Welt. Bogu, ki dopušča, da je toliko nepravičnosti in trpljenja v tem svetu. Das ist doch ungerecht. To ni pravično. Wo ist denn seine Liebe? Kje je potem njegova ljubezen? Das ist das Problem des älteren Bruders. To je problem starejšega brata. Aber der Vater geht raus zu ihm. Oče pa gre ven k njemu. Und er bittet ihn. In ga prosi. Wie ging die Geschichte aus? Kako se je ta zgodba končala? Ist der ältere Bruder zum Fest gekommen? Je prišel starejši brat potem k tej gostiji? Ist der Einladung gefolgt? Je sledil povabilu? Wir wissen es nicht. Tega ne vemo. Jesus bricht die Geschichte ab. Jesus tu zgodbo prekine. Der zweite Teil hat kein happy end. Drugi del nima srečnega konca. Der ältere Bruder ist das Problem. Starejši brat je problem. Nicht der jüngere. Ne mlajši. Der auch. Da tudi. Der war frech und egoistisch. Bil je nesramen in egoističen. Er wollte ohne den Vater leben. Hotel je živeti brez očeta. Aber er ist nach Hause gekommen. Toda prišel je domov. Der anständige Bruder. Ta pravičen. Der fleißig war. Ki je bil priden. Der gearbeitet hat. Ki je delal. Der nichts Böses getan hat. Ki ni storil nič hudega. Der ist hart. Ta pa je utrdel. Selbstgerecht. In samopravičen. Und er hat kein Herz für den nach Hause gekommenen jüngeren Bruder.
in nima srca za tega mlajšega brata, ki se je vrnil domov. Er lässt sich nicht anstecken von der Vaterliebe. Ne dopusti, da bi očetovska ljubezen preskočila na njega. Er kann sich nicht freuen über die Heimkehr. Ne more se veseliti o vrnitvi domov. Das ist das Problem des Christentums in Europa. To je problem krščanstva v Evropi. Viele nennen sich Christen. Veliko se jih imenuje Christiano, Christiane. Aber sie können sich mit Gott nicht freuen über die Verlorene. Toda ne morejo se veseliti z Bogom o teh, ki so bili pogubljeni. Es ist ihnen nicht wichtig, dass andere nach Hause kommen zum Vater. Ni jim pomembno, da se drugi vračajo nazaj domov k očetu. Sie leben anständig. Oni živijo pravično. Und sie sind manchmal unzufrieden mit Gott. Včasih so celo malo nezadovoljni z Bogom. Gott ist ein Problem für sie. Bog je problem za njih. Der Vater lädt sie ein. In oče jih vabi. Der Vater läuft dem jüngeren Bruder entgegen. Oče teče mlajšemu sinu nasproti. Aber er läuft auch dem älteren entgegen. Toda teče tudi starejšemu sinu nasproti. Der wichtigste Satz heißt, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Pomemben stavek je, in njegov oče je šel ven in ga prosil. Und wir wissen nicht, wie der ältere Bruder geantwortet hat. In ne vemo, kako je starejši brat odreagiral oziroma odgovoril. Der Vater versucht ihn immer wieder zu gewinnen. Du sollst fröhlich und guten Mutes sein. Dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Gott möchte, dass wir das Fest der Liebe mit ihm feiern. Bog si želi, da bi z njim praznovali praznik ljubezni. Und dass jeder, der Gott als Vater kennt, mit Gott Sehnsucht hat, dass Menschen zu ihm kommen. In da vsak, ki pozna očeta, ima to hrepenenje, da tudi drugi ljudje pridejo k Bogu. Ich habe gehört, Murska Sobota hat 13.000 Einwohner. Slišal sem, Murska Sobota ima 13.000 prebivalcev. Seien Sie nicht zufrieden, bevor nicht jeder Platz in dieser Kirche besetzt ist. Ne bodite zadovoljni, dokler ni zadnje mesto v tej cerkvi zapolnjeno. Jeder Mensch in dieser Stadt muss wissen, dass der Vater sich nach ihm sehnt. Vsak človek v tem mestu mora vedeti, da Bog, da Oče hrepeni po njem. Gott ist Mensch geworden. Bog je postal človek. Und er läuft seinen Menschen entgegen. In on teče proti svojim ljudem, ki jih je ustvaril. Er freut sich, wenn sich die Heimkehrer in die Arme schließen lassen. In veseli se, če se tisti, ki se vračajo, pustijo objeti. Und er sehnt sich danach, dass die harten, selbstgerechten sich erweichen lassen und kommen. In hrepeni po tem, da samopravični in otrdeli postanejo mehki in se razveselijo tistih, ki se vračajo. Als Jesus diese Geschichte zum ersten Mal erzählte, ko je Jesus prvič povedal to zgodbo, im Orient damals, takrat na Orientu, na Bližnjem vzhodu, haben die Menschen gesagt, unmöglich, so ljudje rekli, nemogoče. So ist kein Vater. Noben oče ni tak. Ein Vater rennt nicht, er macht sich nicht lächerlich. Noben oče ne teče in se ne osmeši. Ein Vater geht nicht und bittet, er macht sich nicht lächerlich. Noben oče ne hodi in ne prosi, ne da se ponižati in osmešiti. Doch, sagt ja Jesus. Pa se, reče Jesus. Ich und der Vater sind eins, jaz sagt Jesus. In Oče sva eno, reče Jesus. Und er erzählt diese Geschichte.
In pripoveduje to zgodbo. Und geht weiter den Weg zum Kreuz. In gre naprej svojo pot k križu. Und am Kreuz breitet der Vater die Arme aus. In na križu Oče razprostre svoje roke. In Jesus. O Jezusu. Um uns in die Arme zu schließen. Da bi nas objel. Sicher sind jetzt viele in der Kirche, die haben das in ihrem Leben erlebt. Verjetno je nekaj med, danes med nami tukaj, ki so to doživeli. Vielleicht nicken sie innerlich mit dem Kopf und sagen, ja, ich kenne diese Freude. Mogoče boste sami prikimali in rekli, da, poznam to radost, to veselje. Dass ich nach Hause kommen durfte zum Vater. Da sem se smel vrniti nazaj k svojemu očetu. Dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Da mi je Jezus odpustil moje grehe. Obwohl ich kein Recht darauf hatte. Čeprav nisem imel nobene pravice do tega. Aber ich bin angenommen als ein Kind. Toda bil sem sprejet kot otrok. Und ich darf das Fest der Freude mit ihm feiern. In lahko se veselim za njim in praznujem. Dann sagen sie es anderen weiter. Potem povejte to tudi drugim. Gott hat dich nicht vergessen. Bog te ni pozabil. Den Nachbar. Sosedu. Den Kollegen. Prijatelju. Wer auch immer auf sie hört. Kdorkoli vas posluša. Gott hat dich nicht vergessen. Bog te ni pozabil. Jesus läuft dir nach. Jesus teče za tabo. Wenn sie entdecken, dass sie so kalt sind wie der ältere Bruder. Če odkrijete, da ste tako hladni kot ta starejši brat iz zgodbe. Ich denke oft, mein Problem ist, dass ich oft bin wie der ältere Bruder. Velikokrat se mislim, moj problem je, da sem tudi sam velikokrat takšen kot ta starejši brat. Wir frommen Leute. Mi pobožni ljudje. Wir waren schon immer dabei. Mi smo bili že od samega začetka zraven. Wir gehen regelmäßig in die Kirche. Mi hodimo redno v cerkev. Wir lesen auch die Bibel. Beremo tudi Sveto pismo. Wir sind immer beim Vater. Mi smo vedno pri očetu. Aber wir brennen nicht für die Menschen, die verloren sind. Ne krepenimo pa po ljudeh, ki so izgubljeni. Wir zeigen mit den Fingern darauf. S prstom kažemo na njih. Wir entrüsten uns über die gottlose Welt. Razočarani smo nad brezbožnim svetom. Aber Gott möchte, dass wir sie einladen. Bog pa si želi, da bi jih povabili. Der Vater geht raus und lädt ein. Oče gre ven in povabi. Und er möchte, dass wir mitgehen. In želi si, da bi šli za njim. Das ist die Aufgabe jeder christlichen Gemeinde. To je naloga vsake krščanske skupnosti. Wenn sie wirklich den Namen christlich verdient. Ki si zasluži ime krščanska skupnost. Der ältere Bruder ist das Problem. Starejši brat je problem. Aber für den jüngeren und für den älteren gibt es einen wunderbaren Vater. Toda tako za starejšega kot za mlajšega obstaja čudovit oče. Mit einer Liebe, die unvergleichlich ist. Z ljubeznijo, ki se ne da primerjati z ničemer. Sie müssen nicht auf menschliche Väter gucken, um zu verstehen, wie Gott ist. Ni vam treba gledati na človeške očete, da bi razumeli, kakšen Bog je. Wir menschlichen Väter, wir sind eine riesige Enttäuschung. Mi, človeški ljudje, smo veliko razočaranje. Wir schauen auf Jesus. Gledamo na Jezusa. Und lernen, wer Gott der Vater ist. In se učimo, kdo Bog Oče je. Wie er die Kranken heilt. Kako zdravi bolne. Wie er am Kreuz hängt und für uns stirbt. Kako visi na križu in za nas umre. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Tako zelo je ljubil ta svet. Ich lade uns ein, dass jeder auf seine Weise heute Antwort gibt auf dieses Wort Gottes heute. Povabim nas, da vsak izmed nas na svoj način da odgovor na to Božje vprašanje, na to Božjo povest. Du wirst verstanden haben, wo du vorkommst in dieser Geschichte.
razumel in vedel boš, kje se ti v tej zgodbi nahajaš. Und ich möchte jetzt für zwei Dinge beten. Rad bi molil za dve stvari. Dass hier keiner in dieser Kirche ist, der nicht zum Vater nach Hause kommt. Da ne bo nobeden v tej cerkvi, ki ne bi prišel nazaj domov k očetu. Und dass wir dann andere einladen und erinnern, Gott hat dich nicht vergessen. In da potem tudi druge povabimo in spomnimo, Bog te ni pozabil. Der Vater sehnt sich nach dir, dass du kommst. Oče, krepeni po tebi, da prideš. Lass uns beten. Molimo. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe. Dragi Oče, v nebesih hvaležni smo ti za tvojo ljubezen. Dass du in Jesus Mensch geworden bist und für uns gestorben bist. Da si v Jezusu postal človek in da si umrl za nas. Danke, dass wir nach Hause kommen dürfen. Hvala, da se lahko vrnemo domov. Zünde uns an mit deiner Liebe. Prižgi v nas tvojo ljubezen. Gebrauche uns als deine Boten. Uporabljaj nas kot tvoje odposlance. Danke, dass du uns hörst. Hvala, da nas slišiš. Amen. Amen. Če bo kdo pozneje imel kako vprašanje oziroma kako potrebo, se lahko tukaj po pesmi oglasi pri nas, pri naših sodelavcih, vam bomo dali potem tudi dodatne informacije, tako za obisk bibličnih skupin, ki jih imamo, kakor tudi za osebno molitev, če jo kdo rabi. Sedaj pa bomo zaključili še z našo zadnjo pesmijo.